Guten Morgen, meine Ladies and Gentlenerds. So habe ich, glaube ich, noch nie begrüßt. Aber ich bin gerade, was ist gerade jetzt aufgestanden? Also ich bin jetzt noch nicht so lange wach. Es ist noch morgens tatsächlich. Ich war gerade drüben beim Nachbarn, habe mir mal ein bisschen was geholt. Denn ihr seht es ja schon am Titel. Heute geht es um den Elektroroller Hawk, den ich ja hier habe. Ich habe ja jetzt hier zwei Elektroroller. Und das hier ist der erste Elektroroller, den ich von Elektroroller Futura bekommen habe. Da haben wir das Kennzeichen ja so reinschrauben können, also weil hier war ja so eine Plastikhalterung schon mit dabei, auch für größere Kennzeichen. Einfach hier zwei kleine Löcherchen gebohrt und zack war das Kennzeichen dran. Hier, naja, ist es etwas schwieriger, sage ich jetzt mal so, weil ihr seht jetzt, hier oben sind diese zwei Langlöcher und hier soll wahrscheinlich irgendwo das Kennzeichen dann hin oder halten. Aber ich will hier keine Löcher reinbohren. Und deswegen, ihr habt es eben ja schon gesehen, habe ich meinen 3D-Drucker genutzt. Ich zeige euch das so. Deswegen habe ich meinen 3D-Drucker genutzt und ihr seht sogar, hier haben wir sogar einen Shimmer Media HD-Schriftzug dann mit reingebracht vom 3D-Drucker. Von hinten sieht das Ganze so hier aus. So. Das Ganze habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt zu Thingiverse. Könnt ihr euch einfach ausdrucken, ist gar kein Problem. Wenn ihr einen 3D-Drucker habt. Wenn ihr keinen 3D-Drucker habt, ganz ehrlich, so ein 3D-Drucker ist nicht teuer und ihr wisst gar nicht, wie viel coole Sachen man damit anstellen kann. Ich habe dazu schon mehrere Videos auf dem Kanal gemacht. Also auf meinem Hauptkanal, hier Shimmer Media HD. Schaut einfach gerne mal rein. Geht einfach mal gucken. Der Alpha Weiß U30. Das wäre so ein Ding, was ich euch empfehlen könnte. Was, U30 oder 20? U30 oder U20? Ich glaube, U30 war es. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal ganz unten, also hier in der Videobeschreibung direkt, verlinke ich euch mal einen günstigen 3D-Drucker. Den kriegt ihr für um die 150 Euro. Und da ist alles dabei, was ihr braucht, wirklich. Qualitativ ist so ein 150 Euro 3D-Drucker genauso gut wie ein 2000 Euro 3D-Drucker. Und warum sage ich euch das? Weil ich sagen kann. Denn ich habe unten einen 2000 Euro 3D-Drucker in meinem Studio stehen von Sindo. Und ich habe auch einen 150 Euro 3D-Drucker. Ich habe sogar schon 100 Euro 3D-Drucker getestet. Qualitativ nehmen diese ganzen 3D-Drucker sich eigentlich alle fast gar nichts. Ja? Die Adolf-Reichwern-Schule in Marburg hat sogar einen 10.000 Euro 3D-Drucker, der auch nicht besser ist. Wirklich nicht. Also das macht preislich alles gar keinen Unterschied. Auf jeden Fall, wie gesagt, das hier habe ich mir dann mit dem 3D-Drucker jetzt ausgedruckt. Man muss quasi eben sich nur zu helfen wissen. Und das kommt jetzt dann hier so dran. Ja? Und dann haben wir hier schön perfekt das Kennzeichen dran. Das werde ich jetzt nochmal dran machen und dann sehen wir uns gleich wieder. War jetzt alles gar kein Problem. Ist jetzt hier schon dran, wie ihr seht. Jetzt einfach hier von hinten quasi die Schräubchen durchgesteckt mit einer Mutter, mit einer Unterlegscheibe auf der anderen Seite und hier vorne mit einer Mutter gekontert. Und hier halt eben einfach hier auch so die zwei Schräubchen hinten auch wieder mit Muttern dran. Und ja, dann sitzt das hier eigentlich soweit ganz gut. Einfach hier mit zwei Achterschlüsseln habe ich das gemacht. Hier oben sind quasi, habe ich mit Achterschlüsseln und hier ist eine Nummer kleiner. Ja. Funktioniert soweit eigentlich ganz gut und vor allem sieht halt auch richtig cool aus jetzt hier mit dem Shimmer Media HD Schriftzug Kennzeichen und ja, damit ist der Elektroroller Futura Hawk einsatzbereit und das Allercoolste ist, ich werde jetzt dann in den nächsten Tagen ein Review hier zu dem Ding machen. Vom Aussehen her sieht er auf jeden Fall ja schon mal mega cool aus, aber jetzt darf ich auch offiziell damit rumfahren, weil Kennzeichen ist dran. Ich habe für das Kennzeichen vor allem nur 22 Euro bezahlt, weil jetzt eben schon Ende der Saison fast ist. Also ich muss quasi im Februar nächstes Jahr wieder ein neues holen. Ja, aber ich meine, gut, wir haben jetzt September bis Februar nächstes Jahr. Ist ja immerhin noch ein bisschen was. Dafür 22 Euro. Für das da habe ich 35 Euro bezahlt. Ist vom Preis her alles absolut in Ordnung. Und ich finde das auch gut, dass man da etwas günstiger da noch wegkommt. Und vor allem auch hier wieder VIP. Die schreiben VIP irgendwie immer falsch. Und jetzt, wo das Nummernschild sitzt, können wir mal eine Runde fahren. Leute, ich bin jetzt schon mal ein kleines Stückchen mit dem Ding gefahren. Ich muss euch sagen, ey, das macht mega Bock. So sieht übrigens hier der Tacho aus. Das spiegelt ein bisschen. Hier kann man quasi sehen, wie lange man quasi schon fährt. 3 Minuten, also jetzt noch nicht so lange. Hier sehe ich die Geschwindigkeit, hier sehe ich, wie viel Kilometer ich gefahren bin. Hier unten der Batteriestatus ist auf 100%, also da ist komplett momentan, hoppala, alles voll.
ich versuche mal hier so ein bisschen, der ist halt ein Elektromotor. Das heißt, wenn man den Gaszug hier zieht, da kommt sofort die Power. Da muss man halt echt mega aufpassen. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch nochmal alles unten in der Videobeschreibung, sowohl die Kennzeichenhalterung, als auch einen 3D-Drucker von um die 150 Euro und nochmal hier den Elektroroller Futura Hawk. Verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung, damit ihr da mal euch das genauer anschauen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Kennzeichenhalter? Was haltet ihr von diesem Elektroroller? Ich meine, von dem bisschen, was ihr jetzt gesehen habt, ist ja jetzt nicht so viel. Wie gesagt, Unboxing findet ihr schon auf dem Hauptkanal und ein Review wird es auch noch auf dem Hauptkanal dazu geben. Schreibt einfach mal, oder generell, was haltet ihr auch von der 3D-Druckertechnik oder ne, nutzt ihr den 3D-Drucker auch, um eure Alltagsprobleme so zu lösen, so wie ich das jetzt hier in diesem Video getan habe. Und ja, generell Elektromobilität ist für mich einfach echt was mega Gutes, ich feiere das. Und ja, ich würde mich halt, wie gesagt, sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Und natürlich auch hier abonnieren und Glocke aktivieren. Einfach einmal hier bei Schimmer Media Raw unter dem Video könnt ihr auf Abonnieren klicken. Wir sind schon fast 1000 Leute. Richtig, richtig cool. Und natürlich die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr hier auf dem Zweitkanal. Und gerne könnt ihr auch meinen Hauptkanal Schimmer Media HD. Normalerweise zeige ich immer auf die Kappe, aber die habe ich ja gerade nicht an. Schimmer Media HD könnt ihr auch ein Abo da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Kostet euch kein Geld, gibt mir aber einen großen Support und in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal.